Ach, da schaut er ja schon wieder zu. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator, wo wir immer noch unserem Kumpel, wie hieß der, Wallet? Keine Ahnung, auf jeden Fall helfen wir dem bei der Ernte seines enorm riesigen Feldes. Das wird uns richtig heftig Kohle einbringen. Ich hoffe ja vor allem auf einen gigantischen Zeitbonus. Allerdings habe ich immer noch das alte Problem hier, dass der Tank gleich voll sein wird. Und ich habe hier nichts gefunden, wo ich irgendwas davon irgendwie abgeben könnte. Raustuten, wegschnibbeln, was auch immer. Irgendwas müssen wir ja damit machen, wenn der Tank voll ist. Ich weiß halt nur nicht was. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass das hier alles glatt geht. Und gut ist. 38 Minuten haben wir dazu noch zur Verfügung. So viel werden wir im Leben nicht brauchen. Ich glaube, 47 Minuten hatte ich, da waren 20 jetzt um. Na gut, es könnte doch knapp werden. Also wir sollten uns doch ein bisschen ranhalten. Ich bin echt gespannt, wo wir die ganze Suppe abladen sollen, ey. So, soweit, so gut. Nächste Bahn wartet schon auf uns. Auf dass die Kohle nur so hereinströmen möge. Wir kriegen ja gleich über 20.000 für dieses riesige Feld. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Wenn dann noch ein ansprechender Zeitbonus dazu kommt, können es schnell mal 30.000, 40.000 Euro werden, die wir hier bekommen. Und die können wir bestens gebrauchen. Zu tun gibt es ja genug. Meine Helfer, die machen inzwischen... Ach nee, ich glaube, die waren schon fertig mit den ganzen Feldern. Demnach dürften die Helfer jetzt eigentlich gar nichts mehr groß tun aktuell. Und die Felder wachsen von alleine wie sonst was in die Höhe. Ja, so ist das aktuell, ne? Könnt ihr mal sehen. So sieht's aus. Wir haben noch ein ganz schönes Stück Feldarbeit vor uns. Aber ich frage mich echt, wo ich das gleich entladen soll. Die Karre ist gleich voll, ey. Das könnt ihr doch nicht tun, sowas. Ich muss den ganzen Mist doch irgendwo entladen können. Der hat mir aber auch nichts zur Verfügung gestellt hier. Ich habe nirgendwo einen Traktor stehen oder einen Anhänger. Sehr mysteriös das Ganze. Ah, jetzt habe ich was stehen lassen. Ist aber nicht weiter schlimm. So, dreh dich. Immer weiter. Und los geht's. Ansetzen und durchschnibbeln. Die Hälfte haben wir hinter uns, wenn ich mir den Kreis so angucke. Das ist natürlich sehr schön. Irgendwie ist auch am Anfang mehr in den Tank reingegangen, fand ich, weil jetzt steigt die Zahl so langsam. Vielleicht kriegen wir am Ende doch alles rein, dass das Feld so gemacht ist, dass hier nur so viel drauf ist, wie ich auch ernten soll. Sehr komisch. Ich blick noch nicht so ganz durch, aber das ist auch nicht nötig. Hauptsache, am Ende des Tages kriege ich meine Kohle. Denn das ist es, was wirklich zählt. Und dann wollten wir ja mal gucken, ob wir eventuell auch einen Kredit aufnehmen können, damit wir so eine teure Solaranlage uns vor die Omme knallen können. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch.
Heidenei, dieses Feld wird noch mein Untergang sein. Und drehen, 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 drehen. Los, 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 dreh dich. Und jetzt drehen. Dankeschön fürs Drehen. La la la, la la, la la. 77% haben wir bereits im Tank versenkt. Und der grüne Kreis oben rechts füllt sich immer weiter. Hoffentlich ist er bald voll, der Kniddelkopf. Aber ich bin schon mal beruhigt, dass es bisher keine Performance-Probleme gibt. Beim Landwirtschaftssimulator 2013, wer da zugeschaut hat, kann sich ja noch erinnern. Von jetzt auf gleich hatte ich irgendwie 30, 40 Videos, wo es wirklich ständig und dauernd gehangen hat. Ich habe da damals dann die ganze Aufnahmequalität runterschrauben müssen, damit es überhaupt funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Weil die ersten Videos hat ja alles prächtig funktioniert und hier habe ich halt auch die ganze Grafik hochgekloppt wie sonst was. Man will ja auch was fürs Auge haben. Aber hier funktioniert auch alles wunderbar bisher. Keinerlei Probleme. Alles gut. Und das ist für mich besonders schön, möchte ich mal sagen. Ey, da ist schon wieder was stehen geblieben. Was soll das? Wie könnt ihr es wagen, den Meister zu enttäuschen? So, 80% sind befüllt von dem Kasten hier. Ist aber auch ein Mörderfeld. Ich würde das am liebsten alles selber verkaufen, was hier wächst. Aber was will man machen, ne? Drei Viertel haben wir gleich voll. Auf 60% sind wir aktuell, würde ich sagen. Eigentlich noch längere Abernte oder ist das hier schon die Größte? Weil es wäre schon geil, noch mehr abernten zu können mit einem Schlag. Sodass der ganze Bildschirm abgeerntet ist. Einfach einmal übers Feld drüber und gut, kann man nicht 30 davon aneinander schweißen. Das wäre doch lustig. Minuten 30 noch. Ich will jetzt langsam fertig werden. Mit jeder Sekunde, die vertickt, läuft mir bare Münze davon. Das kann ich einfach nicht gutheißen. Nein, nein. Aber ich glaube, das Gerät ist wirklich, das ganze Feld hier ist so angepasst worden, dass es klappt, weil wenn man mal guckt, die Zahl unten, die steigt ja wirklich von Sekunde zu Sekunde immer langsamer. Am Anfang ging das ja so schnell, dass die Zahlen gestiegen sind und jetzt. Mit anderen Worten, das Ding wird erst voll, wenn es voll sein soll. Und dieser Zeitpunkt ist noch lange nicht erreicht. Inzwischen mal die Karte noch mal groß machen und noch mal ein bisschen gucken. Wir waren ja jetzt eigentlich hauptsächlich auf dieser Seite des Flusses. Was haben wir denn auf der anderen Seite noch alles? Eine Schweinefarm, wenn ich das richtig sehe. Natürlich die Tankstelle. Da ist irgendeine Plantage mit am Start. Jede Menge. Oh, zieht euch mal Feld Nummer 5 rein. Also da müssen wir irgendwann auch mal eine Mission machen. Da kriegen wir ja direkt 80.000 ran oder was. Was ein Mörderfeld.
denn hier sonst noch zu sehen? Da sind noch ein paar Forstbereiche, wenn ich das richtig sehe. Der Fluss ist auch ganz hübsch. Naja, sind halt alles Orte, die wir uns noch anschauen wollen. Wie sieht's jetzt aus hier? Aha, das letzte Viertel wird langsam gefüllt. Und dreh dich. 28 Minuten, sagt die Uhr. Leute, 28 Minuten noch. Jetzt müssen wir aber echt mal langsam hier ranhalten, ey. Ich fahr mal so, damit ich besser gucken kann, wie viel vom Rand ich erwische. Ich will ja möglichst viel auf einmal reinkriegen. Deshalb müssen wir hier mal ein bisschen taktischer vorgehen hier. Gucke da, hier können wir zum Beispiel noch eine kleine Kurve mitfahren. Und nochmal ein Maximum reinkloppen. Ah, diese blöde Uhr, die tickt. Ich will nicht, dass sie tickt. Die Hälfte der Zeit ist gleich um. Aber wir haben auch weitaus mehr als die Hälfte rein. Also ich denke schon, hier gibt es einen gewaltigen Zeitbonus nachher. Also hier soll es richtig abgehen, du. Richtig derbst abgehen soll es hier. So, was sagt denn eigentlich unsere Füllgröße? Aha. Hä, da steht jetzt 0,2 Stunden unten. Ist das vielleicht gar nicht vom Tank, sondern wie lang das insgesamt in Betrieb war? Weil das hier war jetzt quasi, das Gerät hatten wir ja noch nie. Das hatten wir jetzt vielleicht, ja doch. Das ist die Zeit, wie lange es in Betrieb ist. Das heißt, bei unseren Geräten, was da dran steht, 3 Stunden oder so, das heißt, die haben schon eine gewisse Zeit an Benutzung rein. Das sind Gebrauchtgeräte quasi. Jetzt wird mir so einiges klar, du. Damit habe ich nicht gerechnet, aber jetzt wird mir so einiges klar. Denn die Zahl, sie nimmt nicht ab. Nein, sie steigt, Leute, sie steigt. Boah, ich freue mich schon richtig gleich auf die Auszahlung. Das gibt so derbstbare Münze, du. Hier mal ein großes... Oh, cool, hier ist sogar eine Anzeige drin, ne? Einfach mal hupen. Oh shit. Da lasse ich ein bisschen viel stehen gerade. Ah, die paar Brocken, die stören keinen. Aber von hier drin ist ja eigentlich auch ganz gemütlich. Hier sind auch ganz schön Knöpfe und hast du nicht gesehen. Ist ganz schön was los hier. Na, wirst du wohl nicht stehen lassen hier jetzt. Hör mal. Also hat man einfach ein bisschen mehr Überblick. Ist schon besser so. Ja, und der Kreis füllt sich immer weiter. Wir haben es bald geschafft, Freunde. Dann gibt es fette Knete. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hat denn das Solarding früher gekostet. Das Bienenhaus kostet ja immer noch 20.000. Das Solarding hat das nicht, glaube ich, 75.000 gekostet. Also da kommen ganz schön Kosten auf uns zu, aber das Ding hat ja, glaube ich, auch direkt 200 die Stunde eingespielt. Was ja auch nicht zu verachten ist, ne? Und los geht's. Hier können wir auch ruhig ein bisschen mehr mitnehmen. Die letzte Bahn müssen wir sowieso ein bisschen geringer abfahren. Da müssen wir hier nicht noch irgendwas stehen lassen. ...86% Füllung des Tankes.
Weil ganz ehrlich, als der Kreis oben zu einem Viertel voll war, da hatten wir doch schon 50% hier drin. Also es muss irgendwie, die Produktivität muss gesenkt worden sein dazwischen. Wahrscheinlich wirklich, damit man die Mission auch am Stück machen kann und nicht irgendwas abladen muss. Also mein Verständnis habt ihr für diese Aktion. Ich glaube, ich probiere mal was aus, weil es sieht so aus, als würden wir den Kreis jetzt schon voll kriegen. Also kann ich hier auch voll in die Mitte reindübeln. Da brauchen wir uns jetzt keinen Kopf mehr machen. Jetzt ist der Kreis nämlich voll hier. Gleich gibt's Kohle. In der Hälfte der Zeit haben wir es geschafft. Da gibt's ordentlich Zeitbonus jetzt, hä? So, wir kriegen 21.456 für das Zeug und nochmal 18.428. Tada, hervorragende Arbeit, ich danke dir. 65.000 haben wir jetzt auf der hohen Kante. Und deshalb gucke ich jetzt mal schnell im Shop nach, was wir hier denn noch so haben. Oh, 125.000 kostet die Solaranlage, du. Bringt 90 die Stunde, kostet 25 am Tag. Ob ich da einen Kredit aufnehmen kann? In so einer riesigen Höhe? Ich weiß ja nicht. Steht irgendwo was von einem Maximalkredit? Gesamt 45.000 Kontostand. So viel Kredit habe ich keine. Hier steht nämlich... Ach so, weil ich minus 75.000 habe. Nee, zurückzahlen. Ich hab schon Kredit. Ist das fies. Nee, das ist ja richtig. Das ist ja richtig derbs daneben, hör mal. Da habe ich ja jetzt schon Kohle am Arsch hängen. Ist das nicht fies? Na gut, ich würde sagen, wir fahren weiter. Und arbeiten uns mal langsam quasi hinter zu dem Riesenfeld. Weil wenn ich da Missionen erledige, da hagelt es ja bestimmt richtig Kohle. Also erstmal ab hier aufs Felde. Nee, auf die Straße. Und dann fahren wir einfach mal gucken, was wir unterwegs noch so alles Schönes finden. Lohnzahlungen, 643. Lasst mich mal mit euren Lohnzahlungen in Frieden, ja? Hier sind auch Felder am Start. Müssen wir tanken? Nee, eigentlich nicht. Ist alles soweit ganz okay. Gibt's Gold an der Tanke? Gibt kein Gold an der Tanke, das ist aber gemein. Oh, was ist denn das? Das ist ja aber groß. Das ist auch schon wieder irgendeine Abladstelle, kann das? Auf jeden Fall ist das auch eine Zuglinie hier. Immer schön die Augen aufhalten, man weiß ja nie, wo man eventuell doch noch ein bisschen Kohle kriegt. Und jetzt sind wir hier an was Wichtigem vorbeigefahren. Da können wir doch gleich mal gucken gehen. Hier scheinen nämlich meine Schweinchen zu sein, wenn ich denn welche hätte. Hier fühlen sich also die Schweine sauwohl, sagst du, ja? Na, ich weiß ja nicht. Gibt's hier Gold für mich? Ich mag Gold. Alles leer hier, weil ich habe keine Schweine. Ich habe nicht eine einzige Drecksau. Huch, was haben wir denn hier? Aha. Aber auch hier gibt es leider kein Info-Icon. Schade. Also nicht überall gibt es Info-Dingerschen. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte ja auch noch schnell gucken. Auf die Karte. Die sind erntereif im Wachstum. 12 und 13 sind im Wachstum. Die 15 noch nicht. Die 15 müsste ich mal noch ransetzen.
die 15. Die ist nämlich betriebsbereit, so ziemlich. Entschuldigung, ich fahre hier einfach mal quer übers Feld. War überhaupt nicht persönlich gemeint oder so. Wollen wir mal was anderes anbauen hier vielleicht? Wie wäre es denn, wenn wir hier das Zeug anbauen? So, das hier ist nämlich Weizen. Genau, das ist Gerste. Raps? Dann hatte ich es ja doch ganz richtig. Na gut, Leute. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Und beim nächsten Mal schauen wir, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.